Der größte private Arbeitgeber Deutschlands und das umsatzstärkste Lebensmittelunternehmen des Landes. Ein Marktgigant. Unser Reporter nimmt heute nicht nur das Sortiment genauer unter die Lupe. Es gab diesen einen Fall, wo Edeka gesagt hat, von der Zentrale Pepsi und Mars raus aus dem Sortiment wegen dem Preiskampf. Gigantische Konsumtempel. Und Tante-Emma-Läden im Miniaturformat. Du hast 25 Jobs in einem. Du bist die Filialleitung, du bist Inhaberin, dann bringst du die Getränke zu den Leuten. Brötchenservice habe ich jetzt gelernt. Beides ist Edeka. Wie geht das zusammen? Wie nutzt der Lebensmittelgigant seine Marktmacht? Und wie funktioniert das System als Ganzes? All das klären wir bei Deconstructed. Station 1. Das Gelände eines ehemaligen Steinkohlebergwerks im nordrhein-westfälischen Dorsten. Hier betreibt Familie Honsel einen der ganz großen Supermärkte. Über 11.000 Edeka-Filialen gibt es in Deutschland und jede ist ein bisschen anders. Warum ist das eigentlich so? Discounter anderer Ketten sind meist zentral organisiert und sehen alle gleich aus. Diese Märkte hier sind inhabergeführt. Deswegen hat sich Martin auch mit den Inhabern verabredet. Mit Ralf Honsel und seiner Tochter Julia. Man hat ja auch vorne eure Gesichter gesehen am Laden. Das ist schon so ein bisschen mit dem Namen auch immer gebrandet, ne? Ja, schon, würde ich sagen. Ne? Also man hat ja irgendwie seine eigene Handschrift in jedem Laden mit drin. Und genau das ist das Konzept. Jeder der über 3000 Filialleiter in Deutschland kann nicht nur seinen Laden selbst gestalten, sondern darf auch das Sortiment und die Preise selbst bestimmen. Da gibt es Vorgaben in Wandfarbe, Deckenhöhe oder was ich, Preisschilder? Nee, wir können fast alles selbst entscheiden, würde ich mal sagen. Also das EDKE, das hat halt, sieht halt aus, wie es aussieht, das können wir jetzt nicht verändern. Aber ansonsten ja, können wir alles selbst entscheiden und das ist auch das, was uns ja gerade Spaß macht. In diesem Fall eben, dass der Markt optisch an die Bergbaugeschichte in Dorsten erinnert. Zum zentralen Prinzip der Handelskette gehört der genossenschaftliche Aufbau. Entstanden ist die erste Genossenschaft durch den Zusammenschluss von 21 Kaufleuten im Jahr 1898 in Berlin. Der Name ist eine Abkürzung und leitet sich her von der Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, kurz EDK. Die genossenschaftliche Struktur ist bis heute geblieben. Um sie zu finanzieren, muss jeder Filialleiter 2% seines Umsatzes an den Mutterkonzern abführen. Dieser Markt hat rund 28.000 Artikel im Sortiment. Martin will das individuelle Angebot besser kennenlernen und mit anpacken. Marktleiterin Christiane Wilming nimmt ihn unter ihre Fittiche. So Martin, jetzt gehen wir mal, wir haben hier gerade frisch geräuchert, den Ofen angestellt. Es riecht total lecker. Mmh, der Räucherofen, ne? Genau, den darfst du jetzt mal öffnen und dann darfst du mal die Ware entnehmen. Verhandlungen mit Erzeugern und Herstellern im Ausland übernimmt die Zentrale. Genau wie die bundesweite Werbung. Alles andere entscheiden die Marktleiter selbst. Honsel hat zum Beispiel eine große Fischtheke und einen eigenen Räucherofen installiert. Ey, meine gesamte Familie, ne, sind Fischer. Und ich mache zum ersten Mal in meinem Leben ziehe ich einen Fisch vom Räucherhaken. Was die von mir denken. 107 Angestellte arbeiten allein in dieser Filiale. Anders als bei Discountern gibt's hier frische Theken, an denen die Kunden bedient werden. Also ich dachte ja immer, dass die Wurstwaren, die hier in der Auslage liegen, dass das zugeliefert ist. Martin erfährt, dass es in der Honsel-Filiale eine eigene Wurstproduktion gibt. Viel Geld verdienen die Inhaber damit aber nicht. Es geht ihnen dabei um Tradition und Kundenbindung. Denn ihre Wurst stellt die Familie seit 70 Jahren selbst her. Guck, da ist die Wurst-Barbie, die ich gesehen habe. Eine Barbie-Puppe im Schinkenkleid. Darauf muss man erst mal kommen. Jetzt sagt sie, dass diese ganzen schönen dekorierten Theken von euch selbst kommen, dass ihr das selbst ausdenkt. Ja. Ist das wirklich so? Ja. Oder sagt sie, das muss am nächsten Morgen gut aussehen? Ach, ne, das ist ja klar, dass es gut aussehen muss. Aber wir dürfen unsere eigenen Ideen mitbringen und dann dürfen wir das auch umsetzen. Nicht nur die Filialinhaber, auch die Mitarbeiter haben ein paar Freiheiten und ein Mitspracherecht. Zumindest bei den Honsels in Dorsten. Doch wie genau ist die Handelskette aufgebaut? Wem gehört sie?
Um das herauszufinden, trifft Martin Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der DHBW Heilbronn. Gibt es da auch den einen großen Magnaten dahinter oder die eine große Familie? Wie sind die aufgebaut? Nein, da gibt es nicht den einen Inhaber wie bei anderen Handelsunternehmen, sondern es ist genossenschaftlich organisiert. Das bedeutet, unterster Ebene sind die Filialen, vor allem mit ihren selbstständigen Lebensmitteleinzelhändlern, denen die Filialen auch gehören. Die sind dann organisiert in 7 Regionen in Deutschland. Und dann über den Regionen drüber ist noch die Zentrale in Hamburg. Aber die Edeka gehört den selbstständigen Einzelhändlern, so wie das beim Genossenschaftsprinzip ist. Und damit die Gewinne, die entstehen, gehören alle den selbstständigen Einzelhändlern und nicht irgendeinem Unternehmer von außen. Aber was bedeutet das für die ganz kleinen Filialen? Martin macht sich auf den Weg nach Schaphüsen. Der niederrheinische Ort hat knapp 3000 Einwohner. Edeka vereint ja beides unter einem Dach. Die großen Einkaufspaläste und die ganz kleinen Tante-Emma-Läden. Die gibt es nämlich immer noch. Und wie das beides zusammenpasst, gucke ich mir jetzt mal an. Nur arbeitet hier nicht Tante Emma, sondern Angela Heuer. Die Öffnungszeiten wirken wie aus einer anderen Zeit. Besonders im Vergleich zu den großen Märkten, die bis spät abends geöffnet haben. Gerade mal 400 Artikel umfasst das Sortiment des Minimarktes. Und jedes Produkt zeichnet Angela noch einzeln aus. Hi. Hallo Martin, hallo, guten Morgen. Das ist ja total niedlich bei Ihnen, ganz, ganz klein. Ja. Und Sie machen das noch alles jetzt hier per Hand selber und jedes Preisschild selber drauf? Ja, ganz genau. Können Sie mir Ihren Laden mal zeigen? Kann nicht so lange dauern, ne? Kann nicht lange dauern. Man kann sich auch schlecht verlaufen. Sollen wir hier vorne anfangen? Vorne rum, ja, genau. Angelas Laden ist ein sogenannter Nachbarschaftsmarkt und nur etwa 120 Quadratmeter groß. Ausgefallene und exklusive Produkte wie in den riesigen Einkaufstempeln sucht man hier vergeblich. Angela braucht nur eine einzige Kasse und die funktioniert auch ohne Scanner. Aber stimmt, wenn du kein Kassensystem hast, dann musst du jedes Produkt einzeln. Da bist du verrückt. Nee. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Angelas Geschäft gehört zwar auch zur großen Kette und nutzt dieselben Firmenfarben, es darf sich aber nicht offiziell Edeka-Markt nennen. Denn der kleine Laden erfüllt mit seinen kurzen Öffnungszeiten und nur 400 Verkaufsartikeln nicht die Ansprüche, mit denen der Handelsriese bundesweit wirbt. Wie sieht's aus? Hast du schon gefrühstückt oder soll ich dir einfach mal ein Brötchen schmieren? Brötchen geht noch. Ja? Ja. Ich warte hier vorne, ich darf nicht mit. Ja, nein. Das macht ihr also wirklich selber, ja? Ihr schmiert den Leuten die Brötchen, wenn sie die haben wollen, ne? Das finde ich cool. Hier werden die Brötchen noch frisch geschmiert. Wenn jemand ein Brötchen haben möchte, kann er sich aussuchen, was er drauf haben möchte. Ein Brötchen frisch geschmiert von der Chefin höchstpersönlich. Die Zeit muss sein. Und das gibt's weder bei den Discountern von der Konkurrenz noch in den großen Einkaufstempeln der Handelskette. Angelas Kinder, der 8-jährige Mathis und die 12-jährige Nele helfen oft und ganz selbstverständlich im Laden ihrer Mutter mit. Ich zeichne aus mit dem Auszeichner, weil Paul dann die Preise raus, wie er einmal auf drauf drückt. Macht es dir Spaß, hier mitzuarbeiten? Ja, schon. Warum? Weil es immer was Neues gibt, was man machen kann. Und er ist ja auf eine Familie. Und sag mal, kannst du dir vorstellen, später den Laden zu übernehmen, dass du hier das weitermachst? Ja, schon. Ja? Ja, das macht voll Spaß. Ob kleiner Tante-Emma-Laden oder gigantischer Einkaufstempel, die Genossenschaft unterstützt ihre Mitglieder mit niedrigen Einkaufspreisen und Werbeaktionen. Auf diese Weise können auch kleinere Geschäfte existieren. Wobei in Angelas Fall ein großer Kostenfaktor wegfällt, die Miete. Der Laden der 48-Jährigen befindet sich in ihrem eigenen Haus. Sie wohnt mit ihrer Familie ein Stockwerk drüber. Aber du hast ja dann 25 Jobs in einem. Du bist hier Filialleitung, du bist Inhaberin, dann bringst du die Getränke zu den Leuten. Brötchenservice habe ich jetzt gelernt. Du musst deine Mitarbeiter hier irgendwie im Griff haben. Ja, wie schaffst du das? Das ist das Leichteste. Ja, aber es ist schon recht ja, viel, oder? Ja, es ist schon recht viel. Aber es macht Spaß. Und dann ist es okay. Das ist normal, ne? Angela hat nach ihrer kaufmännischen Ausbildung das Geschäft ihrer Eltern übernommen. Aber wie ist das, wenn man bei Null anfängt? Wer kann überhaupt eine solche Filiale eröffnen? Martin fragt Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel.
Muss ich einen Hochschulabschluss haben oder reicht eine kaufmännische Ausbildung? Gibt es da Regeln? Nein, da reicht auf alle Fälle eine kaufmännische Ausbildung. Hochschulabschluss ist da überhaupt gar nicht notwendig, vielleicht auch gar nicht immer dienlich. Sondern es geht vor allem um die praktische Erfahrung. Und dann prüfen die Skills ab und dann kommt man in ein Programm rein, wo man noch weiter qualifiziert wird, bis die Edeka sagt, so, das passt jetzt zusammen, du kannst das machen. Auf der Website des Lebensmittelunternehmens ist sehr detailliert beschrieben, welche Fähigkeiten und Voraussetzungen Kaufleute mitbringen müssen, die vorhaben, selbstständig eine Filiale zu betreiben. Was aber ist mit dem Risiko, das eine solche Existenzgründung mit sich bringt? Gibt es sowas, dass wenn eine Filiale nicht so gut läuft, man durch diese genossenschaftliche Struktur auch Hilfe bekommen kann? Wenn eine Filiale in Not gerät, ein selbstständiger Not gerät, dann kann er auch sozusagen zurückgeführt werden in einen, wie man das nennt, Regiemarkt. Das heißt, der selbstständige Händler hat den Markt gar nicht mehr. Er wird dann eine Weile von der Regionszentrale eigenständig geführt, die natürlich eine ganz andere finanzielle Möglichkeit hat und im Zweifelsfall auch den Verlust, den ein Markt vielleicht dann trägt, auch auffangen kann. An die Genossenschaft zahlen alle Einzelhändler eine Gebühr in Höhe von 2% des Umsatzes. Für Kaufleute, die sich mit einem eigenen Laden selbstständig machen wollen, gibt es auch eine hauseigene Bank, die Finanzierungskredite anbietet. Edeka ist der größte private Arbeitgeber in Deutschland und beschäftigt national etwa 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu gehören die E-Center. Das sind die größten unter den Märkten. Die Kompaktmärkte. Sie gibt es in Ballungszentren und sind auf die Lebensmittelversorgung in der Stadt ausgerichtet. Nah- und Gut- und Aktivmärkte sind sogenannte Nachbarschaftsmärkte, privat geführt mit kleinerem Sortiment. Diska ist der günstige Discounter innerhalb des Verbundes. Auch die Biomarke Naturkind und der Lieferdienst gehören dazu. Außerdem wurden die Ketten Spar, Netto und einige Kaisers-Tengelmann-Filialen von Edeka übernommen. Trotz großer Center in den Nachbarorten, Kleinfilialbetreiberin Angela denkt nicht ans Aufhören. Was ist denn das, was die Kunden bei Ihnen so schätzen und warum die zu Ihnen kommen? Das Gespräch, ja? Das Persönliche einfach, glaube ich, ja. Man kennt sich, man spricht auch nicht nur, Wetter ist schön, sondern man spricht auch über private Sachen und ich glaube, das ist einfach schön. Zwischen 120 und 150 Kunden hat Angela pro Tag. Ihr Getränkelager befindet sich übrigens in ihrer privaten Garage hinterm Haus. So, und die Kunden, die können selbstständig hier reinkommen? Ja, genau, die gehen rein, suchen sich das, was sie brauchen, tragen es ins Auto und kommen in den Laden und bezahlen. Die tragen das zuerst ins Auto und kommen dann bezahlen? Ja, meistens wohl. Und sie glauben dann einfach die Angaben von dem, was im Auto steht? Ja. Man kennt sich ja, ne? Man kennt sich. Und nicht nur das. Innerhalb des Ortes bietet die 48-Jährige auch noch einen Getränkelieferservice. Heute packt Martin mal mit an. Den Laden hütet so lange Angelas Angestellte. Warum machst du das, dieser Auslieferer? Das ist doch ein Extraservice. Das ist ein Extraservice, ja. Aber die Kindergärten sind halt so nah. Und bevor sie das Wasser dann irgendwo anders kaufen gehen. Musst du das machen, damit du auch sozusagen Kunden behältst? Das auch so ja, müssen? Ja, würde ich wohl sagen. Ja, ja. Ne? Weil es jetzt halt auch die anderen auch alle anbieten, die Großen, seit Corona. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wasser ist da. Dankeschön. Ja, ich bring das rein. Und Angela liefert ihren Kunden nicht nur Getränke, sondern auch Frühstücksbrötchen. Und zwar frühmorgens ab 5 Uhr. Zurück im Dorstner Gourmet-Tempel Honsel. Kartoffelbauer Bernie liefert seine Ware mehrmals pro Woche. Höchstpersönlich. Dagchen, ich gebe mal die Hand. Martin. Ne? Hallo Martin. Hi. Also Sie Hi, sind jetzt... Hi. Das sind Sie, der heimische Bauer. Ja. Was ist der Vorteil für Sie als Produzenten, wenn Sie mit einem inhabergeführten Laden zusammenarbeiten, wie jetzt hier? Die Zusammenarbeit und das Vertrauen, das wir gegenseitig haben, das ist einfach phänomenal. Wenn man kein Vertrauen zu Menschen hat, ist es einfach schlecht. Ich habe hier vollkommen freie Hand. Mm. Zahlt ihr ihm einen besseren Preis für die Kartoffeln als jetzt zum Beispiel ein Discounter? Also ich würde sagen fairen Preis, ja. Fairen Preis. Also man unterhält sich ganz einfach, sowas musst du haben und. Und die Kunden wissen es ja auch. Es ist ja auch wichtig, dass die Kunden wissen, es kommt hier aus der Region. Ja. Und die sind dann auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Vielen Kunden ist es wichtig zu wissen, woher die Produkte kommen. Deshalb arbeiten die Honsels mit über 50 regionalen Erzeugern zusammen.
Dreimal pro Woche beliefert die Genossenschaft Rhein-Ruhr den Markt. Dass Lebensmittelhändler und einige Markenhersteller im Kampf um Preise gerade über Kreuz liegen, spüren die Kunden bei jedem Einkauf. Ihr habt ja als Einzelinhaber geführte Läden die Freiheit, selbst zu entscheiden, was ihr wie und zu welchem Preis verkauft. Genau. Aber jetzt gab es diesen einen Fall, wo Edeka gesagt hat, von der Zentrale Pepsi und Mars raus aus dem Sortiment wegen dem Preiskampf. Wie war das für euch? Natürlich sagen die Kunden, die wollen. Man kennt einen Artikel wie Mars. Man will den auch essen. Ne? Ja. Man kann sich aber nicht vorstellen, was anderes zu essen. Ne? Ja, und dann, aber uns sind da auch die Hände gebunden. Wir können ja nichts anderes machen. Wir müssen ja dann die Produkte raus. Das war dann schon auch ein Fall, wo es dann doch von oben mal was durchregiert worden ist. Ja, genau. Ja, ne? Da sind dann uns auch die Hände gebunden. Dann kannst du nur versuchen, eben die Produkte, die du hast, breiter zu ziehen oder eben Strecken oder fremde Lieferanten reinzubringen, die reinzuholen, die andere Ware haben. Um höhere Preise zu erzielen, setzen manche Markenhersteller die Supermärkte mit Lieferstopps unter Druck. Eigentlich würde man denken, dass die Preisverhandlungen nur hinter verschlossenen Türen ablaufen. In diesem Fall ist das anders. Edeka legt sich bewusst öffentlichkeitswirksam mit Giganten wie Pepsi, dem Pampers-Hersteller Procter & Gamble und Persil-Hersteller Henkel an. Und inszeniert sich dabei selbst als Anwalt der Kunden. Natürlich aus Eigeninteresse. Denn der Handelsriese versucht durch den öffentlichen Preiskampf mit den Lieferanten einen Vorteil für sich herauszuschlagen, indem er seine eigenen Marken pusht. Mit Erfolg. Denn der Umsatz dieser Eigenmarken ist laut Branchenexperten seit Beginn des Preiskampfs um 24% gestiegen. Zum Nachteil der Kunden, denn auch diese angeblichen Billigmarken werden immer teurer. Martin fragt bei Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel, nach, warum das so ist. Preise bei Eigenmarken werden vor allem bei Gut und Günstig werden durch Aldi gemacht. Aldi ist der sogenannte Preisführer. Die heben den Preis an, alle gehen mit dem Preis hoch, die gehen mit dem Preis von Butter runter, alle gehen mit dem Preis runter. Enorme Preissteigerungen bergen natürlich auch immer die Gefahr, langjährige Kunden zu verprellen. Emotionale Werbung, die deutschlandweit von der Zentrale gesteuert wird, soll dagegenhalten und für Konsumentenbindung sorgen. Im Internet sorgen die manchmal polarisierenden, provokanten Spots für millionenfache Klicks. The more I miss the love you shared, if life is a song, somehow... Herzerwärmend oder pietätlos? Im Netz gab es für den Spot nicht nur Zuspruch. Viele kritisierten die Werbung als manipulativ und geschmacklos. Martin trifft den Marketing-Experten Christopher Spall, um zu erfahren, was die Handelskette mit den teils überzogenen Werbespots erreichen will. Diese Werbung, die geht ja wirklich quasi ins Mark. Das berührt einen ja schon. Gerade wenn es um diese alten Leute geht, Oma und Opa. Schafft man dadurch, einen höheren Absatz zu generieren? Das Ziel solcher Spot ist der Aufbau einer sogenannten Love Brand. Ah. Also eine Marke, mit der ich eine extrem hohe Verbindung habe. Ja, die Endausbaustufe ist, ich klebe mir das Logo auf den Kofferraum hinten drauf. Ja, ja. Da gibt es nicht viele Marken, die das geschafft haben. Ja, da fällt Ihnen eine Marke aus Kalifornien ein und vielleicht noch ein paar Fußballclubs. Ja. Okay? Wenn ich diese Love Brand habe, dann nehme ich auch Preissteigerungen in Kauf, dann hinterfrage ich nicht mehr, dann verzeihe ich auch, wenn mal was schief geht. Ja. Ja? Preiskampf mit Markenherstellern, provokante Werbung, aber auch Freiheiten für selbstständige Händler und ein Sortiment mit vielen regionalen Produkten. Ein vielseitiges System. Martin hat bei seinem Blick hinter die Kulissen viel erfahren. Sein persönliches Fazit? Im Gegensatz zum Discounter sieht hier eben nicht jede Filiale gleich aus. Man hat große Einkaufszentren, wo man alles kaufen kann, oder eben die kleinen Tante-Emma-Läden auf dem Dorf. Und das funktioniert nur durch die genossenschaftliche Struktur der Edeka. Und irgendwie ist das doch auch schön, oder?